Daniel Krause sticht sich durch. Heute in Los Angeles, Kalifornien. Tattoo around the world. Hollywood, das steht für Stars und Ruhm, ein Leben auf der Überholspur. Auffallen um jeden Preis, das gilt ja auch in Sachen Mode. Deshalb setzt Los Angeles Trends, sagt Walter Kindel. Der Modeunternehmer holt sich in der kalifornischen Megametropole Ideen und Klamotten für den heimischen Markt. Ich habe hier den Walter, der alte Fashion-Pirat. Es ist wohl so, dass Mode, klar, früher dachten wir alle Paris, Ibiza, sonst wo, hier in L.A. angekommen. Was ist L.A.? Ist das so hip hier? L.A. ist ultra hip. Ich werde nachher mit dir mal hier alleine auf diesen 100 Metern hier an der Melrose zeigen, was für Mode-Brands es gibt, welche ausgeflippten Modetrends hier entstehen. Hier ist auch Ed Hardy entstanden. Die Melrose Avenue sieht eher bieder aus. Dabei ist die Straße das Mekka der kalifornischen Modedesigner. Einer, der es schon geschafft hat, ist Adam Sachs. Dabei macht der Top-Designer, was Schneider sonst tunlichst vermeiden. Er zerschnippelt Klamotten und verwandelt sie so in modische Fetzen. Und kassiert dafür auch noch eine Menge Geld. Jeder kennt das Thema, alte Klamotten im Schrank, schmeiß weg oder mach neu. Der Spezialist, wenn du den Typen kommen lässt, dann ist dein T-Shirt auf einmal 1000 Dollar wert hier in L.A., was ich schon verrückt bin. Und ich bin jetzt mal hier, um mir mein eigenes 1000-Dollar-Shirt machen zu lassen. You guys ready? Here we go. Fertig, Leute, los geht's. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Das entscheide ich spontan. Ich schneide nicht jeden. Ein paar Mal habe ich Lenny Kravitz geschnitten. Lenny Kravitz war auch hier. Die Modebranche ein Haifischbecken. Deshalb griff Adam Sachs irgendwann zur Schere und beschloss, kaputt zu machen, was ihn kaputt macht. Ein neuer Trend war geboren. Seine Berufsbezeichnung Custom T-Shirt Cutter. Zu Deutsch in etwa T-Shirt Maßzerschneider. Ich habe 10 Jahre lang für eine Modefirma gearbeitet. Das wollte ich dann nicht mehr. Jetzt mache ich nur noch die Sache mit den T-Shirts. Ich liebe den Stil. Ich mochte die ganzen Vorbereitungen und das Shopping nicht. Das ist sehr speziell. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich mag das. 20 Minuten lang zerschneidet Adam Sachs Daniel Krauses T-Shirt. Mit jedem Schnitt wird es etwa 20 Dollar teurer. Fertig ist es aber erst nach ein paar Pinselstrichen des Meisters. Bis jetzt wissen wir, warum das Ding 1000er kostet. Der Typ ist einfach genial. Eine geile Idee, den Mut, das einfach durchzuziehen. 2, 3 Promis aus Versehen treffen und schon ist er da. 10 Meter weiter auf der Melrose Avenue liegt der nächste Trendshop, den Modeunternehmer Walter Kindel Tätowierer Daniel Krause zeigen will. So, jetzt zeige ich dir einen anderen Laden. Okay. Ganz cool. Alles sind Tattoo-Artisten drin, okay. Machen für alle Stars und Verbindung mit Mode. Dieser Laden ist genau nach dem Geschmack von Daniel Krause. Tattoo, Kunst, Rock und eine Prise Piratenatmosphäre. Die Besitzerin designt für die Großen der Rockbranche. Mötley Crüe, Aerosmith und andere sind hier Stammgäste. Und wie sieht die Frau aus, die sich hier in 15 Jahren einen Namen weit über Los Angeles hinaus gemacht hat? Natürlich genau so. Ich genieße es, mit allen zusammenzuarbeiten. Da wird man neidisch. Die hat die alle hier zu sitzen. Die kennt die alle persönlich. Aber das ist so ein Ding, hier würde niemand jemals fragen, ob man mit jemandem ein Foto oder ein Autogramm machen kann. Die Rockstars fühlen sich hier wohl. Wenn sie shoppen waren, dann geht es nach hinten zum hauseigenen Tattoo-Studio. Das ist das Reich von Sarah. Und natürlich gibt es auch hier nur rockige Motive. Seit 16 Jahren sticht Sarah am liebsten Porträts von Rockstars in die Haut der Hardrock-Fans. Das ist nice, what you do. Respekt, das ist schön, Respekt. Was du da machst. Sie ist ein toller Porträtsteller. Sie macht hier ganz viel von den Rockstars. Wenn man das sieht, Hut ab. Das ist ein Privileg. Ist das ein Privileg? Definitiv ist das ein Privileg. Und die Porträts sind meine Lieblingsmotive. Ich liebe es. Der nächste Laden auf der Melrose Avenue, keine 90 Meter weiter. Also, jetzt zeige ich dir mal den coolsten Laden von der Straße. Ein geilsten Verkäufer. Richtig cool. Du meinst das da, oder was? Naja, es ist ein Mann. Cosmo ist ein Urgestein auf der Melrose Avenue. Ladenbesitzer, Kultfigur und überzeugter Homosexueller. Daniel Krause passt anscheinend genau in sein Beuteschema. So, das ist so ein Ding. Wenn das meine Mutter sieht, kriege ich Ärger. Die wünscht sich doch Enkelkinder. Cosmo ist einer der Trendsetter in Los Angeles, also genau der Richtige, um Daniel zu stylen. Are you ready? You help me? Okay, let's start. I'll help you, baby. Shut it down. Der 47-jährige Topverkäufer legt los. Hosen für umgerechnet ca. 140 Euro. Schuhe 110 Euro. Ein stylisches T-Shirt und Lederjacke zusammen 1000 Euro. Daddy, oh my God, what a treat. I'm a sexy bastard.
Walk it back. That's right. And turn, baby. And then that's it, baby. Work. Ah! Shut it down. L.A. ist meine Stadt, glaube ich. Ich kann jetzt hier fast... Hey, I need a hat, my friend. This is the land where the straight guy dresses better than the gay guy. L.A. Oh, yeah. Es gibt schon Sachen, die finde ich noch ganz schön grenzwertig. Also ich denke mal, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber weil ich hier raus bin, ich den Kram wieder los. Cosmo lässt sich nicht beirren. Er hat noch einen Trumpf im Ärmel und Daniel gleich auf dem Kopf. Welcome to Melrose. Was das Schlimme ist, die meinen das hier echt ernst. Die laufen hier so rum. Und das ist manchmal hier das Geheimnis des Erfolgs. Also ich denke, there we go. Das hier ist grenzwertig. That's the Melrose starter. Give me the head. The head is better. The head is better, okay. Well, I go now. Okay, darling. Mr. Germany, we love you. You think LA is right for me? I think they're ready for you, baby. Okay. I think you're gonna get free drinks all night long. Schließlich ist es doch die Hosenträgermütze. Insgesamt müsste Daniel Krause für das komplette Outfit etwa 1.300 Euro hinblättern. Leider viel zu viel. Aber immerhin weiß er jetzt, wie es sich anfühlt, in den trendigsten Klamotten der Stadt zu stecken. Und genießt es auch noch einen Moment, in dem Style auf der Melrose Avenue zu bummeln, bevor er die Klamotten wieder zurückgibt. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.